Wie können Kunst und Kulinarik zueinander finden? Unter einem Dach in diesem Haus eigentlich ganz einfach, nur wissen muss man's. Wir sind hier am schönen Schlossplatz von Forchdorf, genauer gesagt vor dem Gasthaus Schloss Hochhaus, einem Traditionshaus. Für Schmankerl, aber auch für Kunstliebhaber. Unten essen, oben staunen, das macht ein Mann möglich. Und das ist Erich Spitzbart. Ich begrüße Sie. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Spitzbart, Sie sind Galerist, Sie sind Kunstsammler, Kunstliebhaber, Museumsgestalter. Und ich weiß, Sie haben Schätze im ersten Stock. Machen Sie uns ein bisschen Duster, nehmen Sie uns mit. Ja, bitte. Ich freue mich. Deckengewölbe und jeder Platz genutzt, wie ich sehe, Herr Spitzbart. Kupferstiche schaut nach Sammlung aus. Was sehen wir da herinnen? Ja, das ist reine Kunstgeschichte und das Ergebnis einer Sammeltätigkeit, die über 40 Jahre etwa läuft. Da hängt Ihr Herz dran. Ja. Herr Spitzbart, ich als Laie frage mich halt, wie hängt sich solche Kupferstiche heute eigentlich noch auf? Fast unmodern. Ja, heute wirklich fast niemand mehr. Es ist verlorenes Kulturgut im Großen und Ganzen. Diese Kupferstiche, wie sie hier hängen, haben Tradition gehabt bei Adeligen in den Schlössern. Da gab es diese Sammlungen und ich habe diese Tradition aufgenommen, weil wir sind in einem Schloss hier. Und auch die Fernberger, die dieses Schloss ursprünglich einmal aufgebaut haben, die waren große Kunstsammler. Gibt es ein Bild, wo Sie sagen, da bin ich jetzt stolz drauf, dass ich das habe, hier im Raum? Nein. Nein. Viele. Viele. Es ist Druckgrafik von Dürer bis in die Biedermeierzeit. Ein schöner Raum, Herr Spitzbart, aber ich finde ein bisschen finster. Ein dunkelblaue Wände und sogar die Fenster sind verhängt. Das muss einen Grund haben, oder? Ja. Warum? Die alte Zeichnung, die einen Schwerpunkt bildet in unserer Sammlung, braucht Farbe, die manchmal in der Zeichnung nicht zu finden ist, wenn es eine Bleistiftzeichnung ist oder Federzeichnung. Und daher diese bunten Räume. Und die abgehängten Fenster. Also es muss finster sein, da herinnen. Es muss finster sein, weil die Zeichnungen also auf Papier sehr heikel sind. Herr Spitzbart, was sehen wir da? Mehrere Bilder in einem, sehe ich. Ja, das sind Zeichnungen montiert vom Künstler selber, Karl von Blas, der Mitte des 19. Jahrhunderts gearbeitet hat. Und später vom Kaiser Franz Josef geadelt wurde. Ah. Und der konnte sich sogar ein Schloss leisten. Mir ist auch aufgefallen bei diesen Bildern schon, dass die Rahmen eine ganz besondere Bedeutung bekommen, oder? Wir sehen ganz deutlich teilweise, dass diese Bilderrahmen einen großen Bezug zum Bild an sich haben. Habe ich mir da richtig ausgedrückt? Ja, Bilderrahmen können ein Bild zerstören und ins richtige Licht rücken. In dem Fall ist es meiner Meinung nach hundertprozentig gelungen. Noch was ist mir aufgefallen in diesem Zimmer. Ich weiß nicht, warum das da steht, aber da stehen Kröten, Schlangen und Echsen. Gott sei Dank im Spiritus. Was hat es mit dem auf sich? Ich war mal Lehrer und das sind Relikte aus dieser Zeit. Ah, Biolehrer. Auch, ich habe alles unterrichtet. Schön. Ja, außer katholische Religion, weil ich evangelisch bin. Ja, heiliger Bimbam, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Herr Spitzbart, wo sind wir denn da gelandet? Wie viele Herkunftswinkel haben Sie da zusammengetragen? Was ist das für ein Zimmer? Das sind die Bilder, die drinnen waren in den Waschgoldrahmen. Und aus meiner Rahmensammlung, die sehr umfangreich ist, und ich nie was wegschmeiß, habe ich auch die Bilder immer aufgehoben. Das sind Lithografien aus 150 Jahren,
bis 1950 so in etwa. Wir haben schon schöne Stiche, wunderbare Bilder bis dato gesehen. Hier in diesem Raum habe ich das Gefühl, ich bin von Kitsch umgeben. Sie schmunzeln. Ja, ist das Kitsch? Das ist auch purer Kitsch. Aber wenn man das geballt montiert, wie in diesem Raum, dann dreht sich die Geschichte um. Dann entsteht ein völlig anderer Eindruck. Das ist wie beim Essen, wenn ich eine Weintraube nehme und eine Weintraube isst, dann habe ich nicht das Geschmackserlebnis, wie wenn ich jetzt 10 Weintrauben auf einmal esse. Aber in dem Fall entsteht ein völlig anderer Eindruck als in der Situation, wo sie herkommen, im Herkunftswinkel nämlich oder ja, Schlafzimmer. Gut, dann schauen wir weiter. Was ist das da drinnen? Schaut ja aus wie Strubelpeter. Was ist denn das, ein Spitzbart? Das ist eine Vortragepuppe aus 1750. So alt. Den Strubelpeter habe ich draus gemacht. Mit okay. Das sind Maisblätter. Maisblätter, genau. Ursprünglich war sie bekleidet. Ja, was sagen Sie? Nach dem letzten Raum, gibt es da noch Schwellenangst oder hat man es schon abgegeben? Für mich nicht mehr. War faszinierend. Herr Spitzbart, wo sind wir jetzt? In einem grünen Raum. Hinter Ihnen ist ein bisschen Klassik. Was ist hinter mir? Wieland Schmidt. Wer war denn Wieland Schmidt? Wieland Schmidt war ein bedeutender Kunsthistoriker, der 50 Jahre in Forchdorf gelebt hat. Mit überregionaler Bedeutung, mit einem enormen Wissen. Aus seiner Feder kommen alle diese Bücher, die wir hier sehen. Er war anerkannt bei den wichtigsten Künstlern und Künstlerinnen, weil er auch ein Kunstversteher war. Herr Spitzbart, jetzt kommen wir mal im wahrsten Sinne des Wortes auf die Sau. Ja. Ja. Was ist das? Das ist ein Objekt vom Erwin Wurm, der hat eine ganze Serie gemacht mit Würsten. Ist das Kunststoff? Was ist das? Ist das Ton? Woraus ist das gemacht? Das ist Bronze. Bronze? Ja. Okay. Also richtig wertvoll? Ja, kann man sagen. Was macht denn Kunst eigentlich wertvoll? Kann man das in der Kürze überhaupt sagen? Ja, das sind viele Aspekte natürlich. Die Begehrlichkeit der Menschen, wenn ein Objekt also sehr begehrt ist, dann ist es wertvoller, wenn es in Museen vorkommt, in wichtigen Sammlungen. Oder wenn der Künstler verstorben ist, oder? Oft. Nicht unbedingt. Es gibt viele Beispiele, die das widerlegen. Es kommt oft darauf an, die Sichtweise auf die Kunst. Lange verstorbene Künstler können wieder entdeckt werden. Kürzlich verstorbene Künstler, die muss man weiter betreuen. Ja. Im Übrigen war das früher die Kapelle im Schloss. So, deswegen diese herrlichen Deckengewölbe auch. Circa um 1700 in dem Zustand errichtet, wie man ihn jetzt wahrnimmt. Und ich habe damit ein wohnlicheres Gefühl entsteht herinnen, Möbel reingegeben. Und ein schöner Kachelofen und schöne Antiquitäten, wie man sieht. Wir sitzen hier, Spitzbart, in einem erhellten Raum vor einem Bild, wo manche sagen würden, mein 5-jähriger Sohn kriegt das auch hin. Stimmt natürlich nicht, weil die Kinder machen ganz was anderes. Kinder sind im Übrigen die größten Künstler, weil sie unbedarft arbeiten. Ich habe selber eine große Sammlung von Schüler- und Kinderzeichnungen. Aber das ist wertvoll und das vom Kind ist halt nur für den Schreibtisch von Papa. Ich habe wiederholt Kinder- und Schülerzeichnungen ausgestellt in der Galerie.
Das ist interessant. Diese Arbeit von Twombly zum Beispiel würde nie ein Kind zusammenbringen, also von der Idee her und von der Ausführung her. Aber eins stört mir schon die ganze Zeit, Herr Spitzbart. Man kann ein Bild nicht so schief hängen lassen, oder? So. Natürlich nicht, ja. Jetzt ist es besser. Martha Jung wird, Herr Spitzbart. Sie haben dieser Frau, dieser Künstlerin, ein ganzes Zimmer gewidmet. Kann man sagen, sie ist der Popstar der zeitgenössischen Kunst? Popstar würde ich nicht sagen, aber Star in jedem Fall. Sie ist sicher jetzt die bedeutendste Künstlerin in Österreich, hat ein großartiges Atelier in Wien und ist meine treueste Künstlerin. Sie kennen sie persönlich und hegen einen regen Kontakt mit ihr auch, oder? Ja. Ja, es ist so, dass man, wenn man einen Menschen sehr gut kennt, auch die Kunst besser versteht dann. Man spricht über die Situation, woher das Sujet kommt. Es sind ja abstrahierte Arbeiten, kommen aus Landschaften, Porträts, aus Griechenland, aus Petersburg, je nachdem, wo sie ihre Eindrücke aufnimmt und dann zu Hause verarbeitet. Martha Jungwirth ist bereits 80 Jahre alt. Was macht denn diese Künstlerin aus? Sie arbeitet mit einer unglaublichen Intensität und Kraft in diesem Alter. Und das ist unvergleichlich. Das kann man sagen, Sie sind ein Fan. Ich bin ein absoluter Fan und Freund von ihr. Von einem Star zu den nächsten Stars, Herr Spitzbart, vor uns jetzt Arnulf Rainer, zu unserer Linken Hermann Nitsch. Ein teurer Raum, kann man sagen, oder? Ja, in jedem Fall. Sie sind auch die bedeutendsten zeitgenössischen Künstler jetzt in Österreich. Ja, natürlich mit anderen auch. Und daher auch der Preis. So ein Rundgang, Herr Spitzbart, macht ja was mit einem. Ist es für Sie nicht auch sehr beglückend, wenn Sie sehen, es kauft jemand ein Bild, das er sich leisten kann, hat Freude damit und macht sich jetzt auf einen Weg und ist kunstinteressiert dadurch? Das ist das Ziel. Und das macht Freude, jemanden zu überzeugen für diese Materie, die ich ja selber liebe und vermitteln möchte. Alles, was wir gesehen haben, ist auch käuflich. Freilich. Wir haben für jede Geldbörse, ja, Kunstwerke zur Verfügung. Und das hat nicht unbedingt immer mit Anlagekunst zu tun, sondern auch mit der Liebe zu den Bildern. Macht das was auch mit dem Menschen, der zum ersten Mal jetzt vielleicht, oder für den sich eine Welt eröffnet, die er so vorher noch nicht gekannt hat? Meistens ist es ein längerer Prozess. Also der Stachel, der funktioniert nicht sofort, meistens. Dankeschön. So, was haben wir da Gutes? Herr Spitzbart, jetzt sind wir hier unten in der Gaststube. Kunst und Kulinarik ist ja bei Ihnen immer schon Hand in Hand gegangen, oder? Ja, die Kunst war zuerst da. Speziell also am Dangelberg oben. Der Dangelberg ist die gehobene Gastronomie, quasi ein Pendant zum Hochhaus. Richtig. Oben die gehobene Küche, da die Wirtshausküche. Thank you.
Es ist ein 1998er Convoy aus der Stern. Das sag. Bitte schön. Mhm. Schön. Die Vollgras, die frische grüne Mandel und der Strudel ist karamellisiert und gefüllt mit einer warmen Vollgras. Und dazu für die Herrschaften Sautern. Bitte sehr. Du darfst noch bei mir im Wusterschild vorhören. Ui, das ist aber schon sehr explizit, der Herr Spitzbart. Ja. Heute exquisit, vor vielen Hunderten von Jahren, war das ja ein Spital. Ja, Bürgerspital. Bürgerspital. In Forchdorf, wo die Bauern der umliegenden Gegend ihren Alterssitz hatten. Mhm. Da wurden sie untergebracht und verpflegt von der Herrschaft Eckenberg bzw. Kremsmünster über die Pfarrei hier in Forchdorf. Und die Galerie, Herr Spitzbart, von der Sie schon gesprochen haben und mit der auch alles begonnen hat, die schauen wir uns jetzt an. Wir sitzen hier auf Möbel aus der Jahrhundertwende und befinden uns in einem Raum, wo eigentlich alles begann. Die Wiege von allem, kann man sagen. Ja, das war der Beginn des Abenteuers. Mhm. Ja. Damals, Mitte der 80er Jahre, war Brachland, was zeitgenössische Kunst betrifft, in Oberösterreich. Vieles haben wir jetzt kennengelernt. Wenn Sie Gusto bekommen haben auf Kunst und Kulinarik, dann besuchen Sie uns. Schauen Sie vorbei in Forchdorf.